kommentiert von Marc Wurzinger. Und da kommen Sie schon, der historische Augenblick an diesem Rennwochenende. Das Legendenrennen, ja auch letztes Jahr ein wahrer Leckerbissen und ein absoluter Highlight hier am Grand Prix-Wochenende auf dem Red Bull Ring. Vorne Nelson Piquet, der McLaren MP4-2 mit der Nummer 8 ist Niki Lauda und auf der Innenbahn jetzt bereits attackiert von seinem damaligen Konkurrenten Alain Prost. Ui, und da vorne geht der Nelson Piquet eine weite Linie durch die Kurve 1. Also, und da haben wir schon das erste Feuer. Ein Oldtimer, der immerhin 30 Jahre alt ist, der darf auch ein bisschen hinten aussehusten. Das ist der Minardi. Das ist der Minardi von Pierluigi Martini, der hier ein wenig zu viel Abgasleistung offensichtlich durch den Auspuff hinausbläst und auch schon ausläuft. Ja, das ist nicht verwunderlich, denn dieses Auto, der Minardi M186-01, der hat im Jahr 1986 genau ein einziges Ziel gesehen. Das war beim Grand Prix in Sandford 1986. Pierluigi Martini kann hier also gerade auch die Einführungsrunde einmal beenden, während sich die zwei McLaren-Cracks da vorne, Alain Prost und Niki Lauda, ein brandheißes Duell liefern. Ein wenig verhalten, aber das auch aufgrund seiner Motorenleistung vielleicht Nelson Piquet. Dieses Auto hat in der Qualifying-Aufladung zumindest 1400 PS auf die Antriebsräder gebracht. Eine unvorstellbare Leistung. Die alten Herren unter Anführungszeichen mit sehr, sehr viel Leidenschaft unterwegs. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, wenn die 5 Autos, die Sie jetzt nur mehr sehen, hier an der Startzielgerade vorbeikommen, da bebt die Kommentatorkabine. Das sind sonore, füllige Bassfrequenzen, die die Turbomotoren hier in die Luft feuern, dass es nur so eine Freude ist und noch immer für Gänsehaut sorgt nach all diesen Jahren. Wenn Sie ein Auto vermissen, so wie ich, nämlich Gerhard Berger mit seinem Ferrari F1 8788C, der hat schon in der Einführungsrunde Motorenprobleme bekommen und wie schon letztes Jahr, also mit demselben Auto hier an den Start gehen hätte sollen, hat ihn die Technik seines damaligen Ferraris im Stich gelassen. Da sehen wir den zweiten Italiener, der brustschwach und brustkrank da rauchend sein Leben aushaucht. So, jetzt haben die Legenden hinter dem Lenkrad ein wenig das Tempo herausgenommen und machen das, wofür sie eigentlich hier sind, nämlich den vielen tausenden Zuschauern ihre Fahrzeuge noch einmal präsentieren, in Erinnerung rufen. Viele nostalgische Erinnerungen werden da bei jedem von uns wahrscheinlich wach. Ich persönlich kenne diese ganzen Fahrzeuge natürlich auch noch aus meiner Karriere vor dem ORF, als meine Fernsehkarriere, nämlich mit dem Konsumieren des schon damals bemerkenswerten Programms bestand. Bin Heinz Brühler an den Lippen gehangen und habe eben diesen Fahrzeugen mit ihren Piloten beim Fahren bei den Grand Prix zugesehen. Das ist der Sauber von Jean Alesi, der C17 damals mit Karl Wendlinger mit diesem Auto unterwegs, Heinz-Harald Frenzen und Jean-Christophe Bouillon. Da sehen wir den Renault RE50 noch einmal, mit dem damals Patrick Tombay und Derek Warwick unterwegs waren. Dieses Auto war damals ein sehr gefährliches Auto, weil zum Unterschied der Konkurrenten der ganze Fahrzeugaufbau, einschließlich der Radaufhängungen, die man hier gut erkennen kann, noch aus Aluminium bestanden ist. Während die Konkurrenz damals schon vornehmlich auf diesen neuen revolutionären Werkstoff, das Kohlefaser, zurückgegriffen hat. Da hat es auch einige Verletzungen bei Tombay und Warwick gegeben, Beinbrüche, mehrere in einem Jahr. Und das alles passiert heute Gott sei Dank nicht mehr, während die Legendenfahrer jetzt langsam mit ihren 3 bis 4 Runden in diesem Legendenrennen fertig sind, machen wir den Switch wieder in die Gegenwart. Zu den heutigen Stars, zu denen gehört natürlich auch der Ernstl. Alex. Völlig überraschend, alle Autos heil geblieben, außer der Ferrari von Gerhard Berger mit Motor.